Ja, und jetzt kommt schon die wichtigste Definition dieses Lernvideos, nämlich wir werden jetzt tatsächlich die Länge einführen für eine beliebige Funktion, für eine beliebige Kurve. Also wir nehmen uns eine beliebige Kurve her, die als f mit f bezeichnet wurde. Die Spur der Kurve könnte meinetwegen so aussehen. Und was wir dann machen ist, wir schauen uns die approximative Länge der Kurve an bezüglich einer Zerlegung. Wie gesagt, ist es dann eben eine Länge eines Streckenzuges, der zu einer Zerlegung gehört, wird dann vielleicht so aussehen. Diese Längen sind alle endlich, kann man ausrechnen. Und jetzt bilden wir aber das Supremum über alle existierenden Zerlegungen. Das heißt, wir legen gar nicht fest, wie wir diese Kurve interpolieren, sondern sagen, jeder interpolierender Streckenzug wird betrachtet und darüber das Supremum gebildet. Und das ist etwas, was wir mit L von f abkürzen werden, diesen Ausdruck hier. Jetzt schauen wir uns das nochmal an. Das ist also eine Zerlegung von nicht negativen Zahlen. Und das heißt, entweder ist das Supremum eine endliche Zahl, nämlich wenn diese Längen hier beschränkt sind. Oder es kommt eben plus unendlich raus. Ne? Und falls also LF plus unendlich ist, dann können wir nichts weiter darüber aussagen. Aber falls LF eben endlich ist, dann nennen wir die Kurve F rektifizierbar. Und wir nennen dann diese Zahl, die hier als Supremum rauskommt, die nennen wir dann die euklidische Länge von F. Ja, wir möchten jetzt Schritt für Schritt nachprüfen, dass unsere Länge, die wir gerade definiert haben, tatsächlich diese Eigenschaften besitzt, die wir von der Länge eben fordern möchten. Und eine dieser Eigenschaften war die Additivität bezüglich der Zusammensetzung. Und das ist der Inhalt dieses Lemmas. Ja, hier schauen wir uns eine Kurve f an auf einem Intervall AB. Und wir suchen uns so einen Zwischenpunkt S. Und dieser Zwischenpunkt S, der wird halt dann irgendwo auf den Kurvenpunkt abgebildet. Und man kann dann eben die Kurve zerlegen in diese zwei Teilkurven. Und die Aussage ist hier, dass die Summe der Längen der Teilkurven gerade die Länge der Gesamtkurve ergibt. Dann hier steht also ein Ausdruck, der nach unserer Definition auch den Fall beinhaltet, dass LF plus unendlich ist. Und diese Identität soll auch gelten in diesen Fällen, wo einer dieser Ausdrücke hier plus unendlich ist. Und man sieht dann, dass insbesondere in dieser Aussage dann schon enthalten ist, dass wenn f rektifizierbar ist, dann müssen auch diese Teilkurven rektifizierbar sein. Und andersrum, wenn die Teilkurven rektifizierbar sind, das heißt, wenn diese Größen hier beide klein und endlich sind, dann ist auch f rektifizierbar. Das steckt damit drin in diesem Lemma. Ja, kommen wir zum Beweis dieser Aussage. Wir müssen, wie gesagt, nur die Identität nachprüfen. Und das ist ja eine Identität, die wir zeigen möchten. Und was wir zeigen werden, sind zwei Ungleichungen. Zum einen, dass die Summe der Teillängen kleiner gleich sind als die Gesamtlänge und zum anderen, dass die Gesamtlänge kleiner gleich ist als die Summe der Teillängen. Das machen wir Schritt für Schritt. Im ersten Schritt fangen wir einfach damit an, dass wenn wir eine Zerlegung Z1 haben vom ersten Intervall und eine Zerlegung Z2 vom zweiten Intervall, dass dann eben die Vereinigung von Z1 und Z2 eine Zerlegung vom Gesamtintervall ist. Also das Bild ist folgendes, das ist also unser Intervall. Hier liegt irgendwo unser Punkt S mit drin. Und dann haben wir hier zwei Zerlegungen. Die eine male ich mal grün. Trage ich mal mit grüner Farbe hier ein. Das wären diese Punkte. Das S muss mit enthalten sein. Und dann haben wir eine zweite Zerlegung, Z2, die ich hier mal in rot markieren möchte. Und dann ist dieser Punkt eben auch ein roter Punkt und diese Punkte müssen enthalten sein und wenn wir jetzt grüne und rote Punkte vereinigen, dann kommt eine Zerlegung vom gesamten Intervall AB raus. Das ist offensichtlich. Ja, und mit diesem Lemma 223, das war die Additivität für die approximativen Längen, erhalten wir dann, dass diese Identität gilt. So, jetzt ist das hier eine beliebige Zerlegung von AB
Und wenn wir das Supremum über alle Zerlegung vom Intervall AB nehmen, erhalten wir eben die Länge. Das heißt, wir kriegen diese Abschätzung nach oben. Und an dieser Stelle können wir jetzt das Supremum über Z1, über alle Zerlegungen des Intervalls AS bilden und über alle Zerlegungen des Intervalls SB und kommen dann eben zur Länge der restringierten Kurve. Und wobei wir hier auf das erste Intervall einschränken und hier auf das zweite Intervall einschränken. Und wir haben die eine Abschätzung bewiesen. Ja, die zweite Richtung ist eigentlich genauso einfach. Hier starten wir mit einer Zerlegung des Intervalls AB. Ich habe mal die Parameterpunkte dieser Zerlegung hier eingezeichnet und mit Rot markiert. Jetzt kann es aber sein, dass dieser Zwischenpunkt S, an dem wir die Kurve aufteilen möchten in zwei Teilkurven, gar nicht in dieser ersten Zerlegung enthalten ist. Und das bedeutet, dass wenn wir jetzt unsere Zerlegung Z schneiden mit dem Intervall von A bis S, beziehungsweise von S bis B, dann würden wir zunächst mal keine Zerlegung für diese Teilintervalle bekommen, weil ja der Punkt S fehlt. Und deshalb nehmen wir hier den Punkt S mit hinein, wenn wir jetzt Z1 und Z2 definieren. Und dann sehen wir, dass Z1 eben eine Zerlegung ist vom ersten Intervall und Z2 von dem zweiten Intervall. Und das bedeutet nun, dass wir diese Ungleichungskette bekommen. Ich gehe mal hier Schritt für Schritt durch. Die Länge, approximative Länge bezüglich der Zerlegung Z, ist kleiner gleich diesem Ausdruck. Warum? Weil Z vereinigt mit S immer eine Verfeinerung sein muss in Bezug auf diese Zerlegung und wir die Monotonie haben. Hier haben wir jetzt wieder die Situation, wo wir die Additivität auf der Ebene der approximativen Länge verwenden können. Deshalb haben wir hier diese Identität, das ist Lemma 223 wieder. Und hier nehmen wir jetzt das Supremum über alle Zerlegungen des Intervalls AS bzw. SB und erhalten dann die Längen der eingeschränkten Kurven. Und dann am Schluss können wir noch über alle Zerlegungen Z das Supremum bilden und sehen, dass dann die Länge von F hierdurch abgeschätzt ist. Und dann haben wir beide Abschätzungen und dann ist diese Aussage bewiesen. Ja, als nächstes wollen wir uns klar machen, dass die Länge des Streckenzuges tatsächlich die Identität erfüllt, die wir die ganze Zeit verwendet haben, nämlich dass er gegeben ist durch die Summe der Abstände der Streckenpunkte, hintereinander folgender Streckenpunkte. Insbesondere bedeutet das dann auch, dass die Länge einer Verbindungsstrecke gerade der Abstand ist der beiden Punkte, die man verbindet. Und das war ja einer der Eigenschaften, die unsere Länge erfüllen soll. Kommen wir also zum Beweis. Hierzu sei Z1 die natürliche Zerlegung, die zum Streckenzug gehört. Das heißt, wenn ich mit Z1 die Punkte T0 bis Tn bezeichne, dann ist die Einschränkung des Streckenzuges auf diese zugehörigen Teilintervalle immer eine Streckenverbindung. Ja, und wenn jetzt Z1 also diese natürliche Zerlegung ist, dann sehen wir, dass wenn wir die Länge bezüglich Z1 ausrechnen, dort eben nach Definition gerade dieser Ausdruck, diese Summe hier herauskommt und das ist nichts anderes als die Summe der Abstände der Streckenpunkte. Also das, was wir auf der rechten Seite hier stehen haben. Nun ist es ja so, dass wenn wir die Länge von f bilden, das Supremum über alle interpolierenden Streckenzüge bilden müssen, über alle Zerlegungen bilden müssen. Z1 ist jetzt eine Zerlegung, das heißt, es folgt nun insbesondere, dass Lf auf alle Fälle mal größer gleich ist als Lf von Z1. Und wir möchten jetzt zeigen, dass hier Gleichheit gilt und wir machen das durch ein Widerspruchsargument und nehmen also an, dass tatsächlich Lf strikt größer ist als diese soeben berechnete Länge. Ja, das ist als Supremum definiert. Das bedeutet, dass wir eine Zerlegung Z2 finden können. Also eine Zerlegung Z2, die Eigenschaft hat, dass Lf von Z2 größer ist als Lf von
Z1. Was wir jetzt machen können, ist eine dritte Zerlegung uns ansehen, die feiner ist als Z2 und Z1, zum Beispiel die Vereinigung von Z2 und Z1. Und aufgrund der Monotonie, weil das ja feiner ist, muss also die zugehörige Länge größer sein als die von Z2. Und das bedeutet also, dass LF von Z3 größer gleich ist als LF von Z2. Das ist ja feiner als Z2. Wir haben die Monotonie und wir haben Z2 so gewählt, dass dieses hier größer ist als LF von Z1. Andererseits ist Z1 die natürliche Zerlegung des Streckenzuges und in Z3 enthalten. Und da hatten wir ja gerade dieses Lemma 1,26 bewiesen, das besagte, dass wenn wir einen Streckenzug, also die natürliche Zerlegung eines Streckenzuges verfeinern, dass sich dann die Länge nicht vergrößert. Das heißt, hieraus folgt, dass LF Z3 gleich LF von Z1 sein muss und dann haben wir einen Widerspruch. Und das heißt, diese Annahme kann nicht gelten und es gilt Gleichheit. Ja, als nächstes möchten wir uns mit der Minimalitätsbedingung beschäftigen oder unsere Forderung, dass Verbindungsstrecken minimale Länge haben unter den Kurven, die zwei Punkte verbinden. Und das ist der Inhalt dieses Lemmas hier. Ja, das Lemma ist wie folgt formuliert. Wir haben eine beliebige Kurve und wir bezeichnen mit G die Verbindungsstrecke, die den Anfangspunkt mit dem Endpunkt der Kurve verbindet. Und die Aussage ist, falls die Länge der Kurve identisch ist mit der Länge der Verbindungsstrecke, und das ist gerade die Länge der Verbindungsstrecke, dann müssen die Spuren beider Kurven identisch sein. Hier drin, also hier steht nicht, dass die ursprüngliche Kurve F eine Verbindungsstrecke ist. Die könnte was anderes sein, aber die Spur ist identisch mit jener der Verbindungsstrecke. Und wie man das beweist, das werden Sie in der Übung sehen. Ja, wir haben jetzt in diesem Lernvideo die Länge für Streckenzüge berechnet und uns einige Eigenschaften angesehen, die so ein Längenbegriff eben erfüllen soll. Und dann eben abstrakt die Länge von der beliebigen Kurve eingeführt, indem wir ein Supremum gebildet haben. Und man kann sich jetzt natürlich fragen, ja, für welche Kurven kann man denn zeigen, dass dieses Supremum tatsächlich endlich ist, das heißt, welche Kurven besitzen denn eine endliche Länge überhaupt? Und wir werden dann im nächsten Kapitel zeigen, dass beispielsweise C1-Kurven, also stetig differenzierbare Kurven, diese Eigenschaft besitzen, also rektifizierbar sind. Und damit sind wir am Ende dieses Lernvideos. Bis zum nächsten Mal.